Heute bauen wir ein kleines Miniaturmoor auf unseren Balkon. Viel Spaß! Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute einen Moorkübel. Ihr habt ja vielleicht eines meiner letzten Videos gesehen, wo ich mir so eine schöne große Sarazenia geholt habe. Ich habe mir auch noch einen Sonnentau geholt. Auch dieses Video habt ihr schon gesehen, wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt. Und die beiden Pflanzen werden wir jetzt hier in diesem Moorkübel einsetzen. Für unser kleines Minimoor habe ich ein solch großes Gummigefäß genommen. Hier haben wir jetzt solche alte Töpfe umgedreht reingestellt. Diese Töpfe fungieren dann als Wasserspeicher. Also wenn wir dann den nassen Torf reingeben und dann Wasser dazugeben, sammelt sich das Wasser in diesen Hohlräumen. Wenn man ein Minimoor macht, ist es wichtig, dass man so viele Wasserspeicher wie möglich reinbringt. Ja, je mehr Wasserspeicher ihr drinnen habt, desto weniger oft müsst ihr euer Minimoor gießen. So, und an den Wasserspeichern habe ich noch Löcher gemacht, damit sich der Torf dann das Wasser rausziehen kann. Hier haben wir den größten Wasserspeicher und hier läuft noch ein Schlauch raus. Und über diesen Schlauch kann ich dann den Wasserspeicher, wenn hier alles Torf drin ist, nachfüllen. Wir sind hier auf meinem Balkon und das bedeutet jetzt erstmal jede Menge Arbeit, denn ich muss jetzt hier den Torf unten anrühren, den dann hier nach oben bringen, hier mit diesem Seil. Jetzt haben wir erstmal genug Torf da drin. Jetzt werden wir die Wasserspeicher auffüllen mit Regenwasser. Wenn euch dieses Video gefällt, abonniert meinen YouTube-Kanal und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Also wenn ich das jeden Tag machen würde, ja, dann wäre ich ein ordentlicher Brocken. Moorkübel ist gefüllt, jetzt holen wir die Pflanzen. Jetzt setzen wir hier noch diesen Sonnentau ein. Ja, liebe Freunde, und so sieht das Endresultat aus. Hier haben wir die Sarazenia und hier noch die Drosera capensis, die ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt habe. Hier habe ich jetzt noch Sphagnum reingemacht und über diesen Schlauch können wir den Moorkübel bewässern. Da kommt schon eine Fliege. Vielleicht können wir das beobachten. Ja, so, und das war's jetzt auch für diese Fliege. Ja, die Pflanze ist ein Biest. Kaum ist sie hier, Alter, dann gibt's schon die ersten Opfer.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert diesen YouTube-Kanal und aktiviert rechts unten die Glocke. Dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.